Stefan Kaineder ist das sowohl an Lebens- als auch an Dienstjahren jüngste Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung, wo der 36-jährige Grüne die Anliegen der Fridays for Future-Bewegung vertritt. In der Corona-Zeit hatte er es schwer, mit dem Klimathema zu punkten. Die Unwetterereignisse des Sommers verschafften seinem Kernthema aber einen Aufmerksamkeitsschub. Kaineder ist seit 2019 grüner Landessprecher. Nach einem kurzen Intermezzo im Nationalrat beerbte er 2020 den zum Gesundheitsminister aufgestiegenen Rudolf Anschober als Landesrat für Umwelt und Integration. Wir sind hier zu Gast im Schlossmuseum in Linz bei der Ausstellung Heaven Can Wait und das nicht ganz ohne Grund. Künstler haben hier ihre Visionen einer Zukunft dargestellt, einer Zukunft, bei der sich auch sehr viel darum drehen wird, wie wird diese Zukunft durch den Klimawandel, durch die Umweltzerstörung verändert. Und deshalb ist hier auch unser Gast, der Landessprecher und Spitzenkandidat der Grünen, Stefan Kaineder, 36 Jahre alt. Wenn Sie hier durch diese Ausstellung durchgehen und sich das ansehen, in drei Sätzen skizziert, wie würden Sie sagen, soll eine Zukunft aussehen in Österreich, aber speziell auch in Oberösterreich? Also ich wünsche mir eine Zukunft, in der wir unsere Wohlstandsgesellschaft klimaneutral organisieren. Das wird nicht einfach, aber wir können das schaffen. Oberösterreich hat alle Voraussetzungen dafür. Wir haben eine sehr innovative Wirtschaft und Industrie. Wir können unsere Verkehrswege umorganisieren und wir sind eine der reichsten Regionen der Welt. Und wir sollten eigentlich die Speerspitze beim internationalen Klimaschutz bilden. Dafür braucht es eine Zukunftsregierung und für die werbe ich jetzt noch bis 26. September. Damit sind wir schon bei einem Ihrer Lieblingsthemen jetzt im Wahlkampf, Klima, Klimawandel. Da ist natürlich ein bisschen auch ein Glück dazugekommen, die Flutkatastrophe in Deutschland, Unwetter, Hagel, das ist bei den Menschen sehr präsent. Und die Umfrage für die Krone Oberösterreich hat ja auch ergeben, dass die Grünen beim Umweltschutz, dass ihnen da die größte Kompetenz zugestanden wird. Das war schon oft so bei Wahlen im Vorfeld. Glauben Sie, dass sich das diesmal auch für die Grünen in Zahlen niederschlagen wird? Die Leute würde ich so spüren. Also wenn ich unterwegs bin, gerade im heurigen Sommer, dann merkt man schon, dass diese dramatischen Ereignisse, das hat ja in Kanada begonnen, da hatten wir fast 50 Grad, der ganze Süden Europas hat gebrannt. Es waren oberösterreichische Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen in Griechenland, um dort zu helfen. Wir hatten einen Tornado an der Staatsgrenze, der zwei ganze Dörfer weggefegt hat und in Deutschland, das haben Sie schon angesprochen, die Flutkatastrophe. Und auch in Oberösterreich gab es Hagel so groß wie Tennisbälle. Also die Klimakrise, das haben die Leute schon verstanden, die ist ernst, die muss bekämpft werden. Und was mir viele Leute schon auch sagen, ist, wie schnell das jetzt geht, das überrascht viele. Und deshalb glaube ich schon, dass es viele Leute verstanden haben und ich würde auch spüren, dass viele den Klimaschutz jetzt sehen wollen in der Politik und da ist das Kreuzel bei den Grünen natürlich an der richtigen Stelle. Sie sagen, der Klimawandel muss bekämpft werden, den Klimaschutz will man in der Politik sehen. Ja, aber ist da der Landtag wirklich der ideale Ort dafür? Denn die meisten Entscheidungen, die unsere Umwelt betreffen, werden entweder in Wien im Parlament beschlossen oder in Brüssel in der Europäischen Union und Österreich darf sie dann einfach umsetzen. Kann man überhaupt diese Botschaft von Ihnen in reale Politik dann umsetzen in den kommenden 6 Jahren? Ja, natürlich. Und das ist nicht nur die Landesebene wichtig, sondern das beginnt eigentlich auf europäischer Ebene. Sie haben es völlig richtig gesagt, die Bekämpfung der Klimakrise ist eine globale Herausforderung. Das wird uns alle brauchen. Das heißt, wir müssen die richtigen Entscheidungen in Brüssel treffen. Da gibt es jetzt einen großen Green Deal. Das heißt, die Europäische Union hat meines Erachtens nach verstanden, dass das jetzt wichtig ist. Dann gibt es die Bundesebene, da gibt es jetzt auch eine grüne Regierungsbeteiligung. Wir haben jetzt ein Gesetz zum Ausbau erneuerbarer Energien, wir haben ein Klimaticket. Es passieren sozusagen große Schritte Richtung Bekämpfung der Klimakrise. Und das braucht es natürlich auf Landesebene und eigentlich auch in jeder einzelnen Gemeinde. Darum ist mir schon auch großes Anliegen und eine Freude, dass in 150 Gemeinden man auch auf Gemeindeebene das Kreuzel bei den Grünen machen und damit beim Klimaschutz machen kann. Und gerade auf Landesebene muss man sagen, die oberösterreichische Landesregierung hat ja eine spezielle Herausforderung. Wir sind ein Industriebundesland, das sehr stark vom Export abhängig ist. Und in vielen Bereichen haben wir dann noch gar nicht die richtige Technologie, um klimaneutral zu produzieren. Beim Stahl, beim Aluminium, beim Glas. Und da könnten wir sozusagen auch weltweite Technologieführerschaft anstreben.
Das heißt, eigentlich ist der Weg noch offen. Wir könnten das Silicon Valley des Klimaschutzes werden. Dafür braucht es aber eine mutige Regierung, die das auch anstrebt, die mit den Unternehmen gemeinsam in diese Richtung zieht. Aber wirklich drei konkrete Projekte, die man in den nächsten 6 Jahren umsetzen kann, die für Oberösterreich den Klimawandel, die Erderwärmung bremsen. Also ein konkretes Projekt ist, wir investieren nur mehr in die Schiene. Wir bringen die Bagger zu den richtigen Baustellen. Wir bauen Park-and-Ride-Anlagen, wir bauen Schienenverbindungen aus. Der Ausbau der Mühlviertel-Schnellstraße fällt dann aber nicht hinein. Nein, aber der Ausbau der Summerauer Bahn. Und das ist eine sehr gute und wichtige Nachricht. Bisher hat die Landespolitik die Schienenverbindungen völlig links liegen lassen. Man hat eigentlich nur Autobahnen gebaut. Und dass das kein Zukunftskonzept ist, das ist eigentlich allen klar. Jetzt müssen wir uns um die Schienenverbindungen kümmern. Da gibt es den Willen der Bundesregierung und vor allem der Klimaschutzministerin, die Summerauer Bahn zu attraktivieren, sie zur internationalen Schnellstrecke zu machen. Und was heißt das dann am Ende? Sie können von Linz nach Budweis in 1 Stunde fahren und von Linz nach Prag in 2,5 Stunden. Das heißt, da macht es dann gar keinen Sinn mehr, ins Auto zu steigen, sondern das fährt man dann automatisch mit der Bahn. Das sind langfristige Projekte. Was wir unbedingt brauchen, ist einen Plan, um Industrie und Wirtschaft klimaneutral zu machen. Uns schwebt vor, dass wir einen Fonds haben, einen Transformationsfonds, der die großen Industriebetriebe unterstützt, die richtigen Technologien zu entwickeln. Da sagen wir, das braucht wahrscheinlich 150 Millionen Euro pro Jahr in den nächsten 10 Jahren. Und das würde aber dazu führen, dass eben genau diese Welttechnologieführerschaft in den verschiedenen Bereichen in Griffweite kommt. Sie können sich heute bei den stolzen Biomasse-Heizungsherstellern in Oberösterreich anschauen, wie das geht, weil die produzieren auf Weltniveau, sind Welttechnologieführer, Weltmarktführer und jeder vierte Biomasse-Heizkessel kommt aus Oberösterreich. 150 Millionen Euro pro Jahr, die müssen ja irgendwoher kommen. Zahlt der Bürger, zahl's ich dann letzten Endes. Wobei indirekt, das Land hebt fast keine eigenen Steuern ein, aber diese 150 Millionen Euro müssen irgendwoher kommen. Also aus anderen Projekten oder zahlt der Bürger. Wird der Klimawandel, der Umstieg für mich persönlich teurer? Das Spannende ist ja, wenn Sie sich diesen Sommer anschauen, dass die Klimakrise, wenn wir nichts tun, viel, viel teurer wird als alles, was wir jetzt investieren. Allein, was wir an Strafzahlungen an die EU zu zahlen hätten, wenn nichts passiert, das sind Milliarden, die wir jetzt investieren können. Ich habe den Bürgermeister aus Köln getroffen letzte Woche. Der war bei uns in Oberösterreich. Das ist ja die Region, in der es diese großen Überschwemmungen gab. Und er hat erzählt, dass binnen weniger Stunden in diesem Ahrtal 30 Milliarden an Schäden entstanden sind. 30 Milliarden Euro an Schäden durch ein einziges großes Hochwasser. Und da muss man schon sagen, die Frage der Finanzierung stellt sich, das ist logisch, aber da werden wir Wege finden. Und viel günstiger wird es sein, gerade jetzt in den Klimaschutz zu investieren und damit für unsere Kinder und Enkelkinder einen funktionierenden Planeten zu haben, als die ganzen Folgen sozusagen der Klimakrise nachher zahlen zu müssen. Versuchen wir den Weg einfach jetzt zu finden. 150 Millionen Euro. Wo nehmen Sie es her? Von der Kultur in Oberösterreich, von der Kinderbetreuung in Oberösterreich, von den Subventionen für Unternehmen in Oberösterreich. Wo wollen Sie es hernehmen? Jetzt sage ich es noch einmal. Also wenn wir gar nichts tun, dann wird es viel, viel teurer in der Zukunft. Das heißt, dann könnten wir jetzt auch die Frage beantworten, wo werden wir dieses Geld irgendwann finden? Es gibt große europäische Programme, die zur Kofinanzierung herangezogen werden. Es gibt groß dotierte Klimaschutzfonds auf Bundesebene. Ich denke, wir könnten auch mit den Industriebetrieben gemeinsam an so einem Fonds arbeiten. Und da stelle ich mir vor, dass wir sozusagen das Geld gemeinsam aufstellen und damit am Ende in 10 Jahren Geld sparen und dafür sorgen, dass unsere Kinder und Enkelkinder einen funktionierenden Planeten übergeben bekommen. Aber konkret können Sie mir es noch nicht sagen, woher es kommt. Sondern mit einem Fonds, mit Industriebetrieben etc., dann könnten möglicherweise Produkte teurer werden. Viele Menschen haben einfach die Angst, dass sie persönlich bezahlen müssen. Aber für die Folgen der Klimakrise sind in Deutschland alleine in diesem einen Tal 30 Milliarden Euro notwendig. Und das ist genau der Punkt. Wir uns erwarten Strafzahlungen in Milliardenhöhe nur an die Europäische Union, wenn wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Dieses Geld jetzt zu investieren und jetzt dafür zu sorgen, dass unsere Kinder einen bewohnbaren Planeten haben werden, das muss eigentlich erste Priorität sein. Und dafür gibt es eine Richtungsentscheidung am 26. September, wenn wir ehrlich sind. Weil die Politik der letzten Jahre hat uns da wertvolle Zeit verloren. Wir wollen gern Verantwortung übernehmen und Zukunftsregierung bilden. Und das ist unser Ziel für den 26. September. Stichwort nochmal Klimawandel. Da fällt ja auch das Klimaticket hinein, in Linz präsentiert worden von der Ministerin Gewessler, mit Ihnen unter anderem, mit dem Landeshauptmann.
Das Versprechen hat geheißen 365 Euro, 1 Euro am Tag pro Bundesland. Geworden sind es, naja, 1,90 Euro am Tag, fast 700 Euro. Das war sozusagen ein Turbo mit Handbremse. Also das Ziel der Bundesministerin war in diesem Jahr ein österreichweites Ticket um 3 Euro am Tag für die Österreicherinnen und Österreicher zur Verfügung zu stellen. Dieses Ticket kostet jetzt weniger als sozusagen zuerst veranschlagt. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass spätestens mit Dezember die Ostregion noch dabei sein wird, weil die Menschen in Niederösterreich und Wien wollen dieses Ticket nützen. Und was alleine dieses Ticket den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern bringt, das kann man sich an konkreten Beispielen anschauen. Wenn Sie heute in Haslach an der Mühl wohnen und als Pendlerin nach Linz müssen, dann zahlen Sie jetzt für ein Jahresticket 1450 Euro, nur für diese eine Strecke. Sie können von Haslach nach Linz und von Linz nach Haslach fahren. Alleine das Österreich-Ticket spart Ihnen fast 500 Euro und Sie können damit aber dann nach Salzburg fahren, an den Wörthersee. Das heißt, eigentlich ist das auch eine Eintrittskarte zum Kurzurlaub und das, finde ich, ist eine verkehrspolitische Revolution, mit der ich eine große Freude habe. Aber es reicht Ihnen sozusagen, wenn nur die halbe Ankündigung umgesetzt wurde? Nein, die Ankündigung war heuer, dieses österreichweite Ticket einzuführen. Das ist passiert, sogar günstiger, als es zu erwarten war. Die regionalen Tickets, da hat die Ministerin eigentlich gesagt, das wird länger dauern. Da muss man nämlich mit den Städteverbünden und so weiter verhandeln. Da habe ich jetzt sozusagen schon den Anspruch, dass das vielleicht noch mal günstiger werden kann in Oberösterreich. Aber auch diese Tickets sind in Summe viel, viel günstiger für eigentlich alle Menschen, die den öffentlichen Verkehr jetzt schon nutzen. Wenn sie von Wels nach Linz pendeln oder von Atmang-Buchheim und Vöcklabruck, da brauche ich gar nicht reden, da kostet das Ticket jetzt für den Pendler fast 2000 Euro. Aber es sind auch für die Pendler in Oberösterreich, die Kernzonen sind nicht dabei. Bei 690 Euro sind die Kernzonen alle dabei, da können sie das ganze Land nutzen. Und beim 950 Euro teuren, also 2,70 Euro, denke ich mal, wird das dann am Tag sein, da haben sie ganz Österreich dabei. Da können sie sogar in Niederösterreich nach Krems auf ein Glas Wein fahren, weil die ÖBB ja im ganzen Bundesgebiet dabei ist. Und ich finde, das ist eine hervorragende Nachricht. Und eigentlich ist es ein eingelöstes Versprechen. Die Grünen haben immer gesagt, wir wollen das, was dem Klima nützt, billig machen. Und das, was dem Klima schadet, soll einen Preis bekommen. Und mit dem einen haben wir zuerst begonnen. Der öffentliche Verkehr ist wirklich um hunderte Euro pro Jahr günstiger für die Pendlerinnen und Pendler. Und kaum eine Steuerreform hat jemals so viel Geld in die Börsen der Menschen gebracht, wie dieses Ticket für die Pendlerinnen bringt. Ich habe mir Ihr Video angesehen, Ihr Wahlkampfvideo. Da sitzen Sie am Traktor, da gehen Sie mit Kühen umher. Man sieht viele Landschaftsbilder. Kurze Zeit war ich mir nicht sicher, ist das jetzt der ÖVP-Bauernbund oder die FPÖ? Der Begriff Heimat kommt sehr stark da vor. Will man ganz bewusst auch in dieses Lager hineinkommen als Grüne? Ich glaube, das Video soll zeigen, wie ich dieses Land sehe. Ich bin sehr gern Oberösterreicher. Es ist meine Heimat, es ist unsere gemeinsame Heimat. Und wir haben ja den Begriff Heimat auch auf Plakate geschrieben. Auch deshalb, weil wir finden, dass der Begriff sozusagen nicht der FPÖ überlassen werden soll, sondern Oberösterreich ist unsere wunderschöne Heimat und wir müssen uns darum kümmern, dass sie auch in 30, 40 und 50 Jahren noch dieses gemäßigte Klima hat, das uns sozusagen 4 Jahreszeiten beschert. Also diese Verantwortung für unsere Kinder und Enkelkinder, die spricht dieses Video auch sehr deutlich an und das ist mir ein persönliches Anliegen. Auch Teil des Wahlkampfs war das Plakat Bio statt Gift. Aufregung gab es da, viel Kritik gab es da daran, vor allem von der ÖVP, von den Bauern. War das Plakat ein Fehler? Nein, das Plakat war kein Fehler. Wir sind da, glaube ich, vielleicht sogar bewusst falsch interpretiert worden, weil das Plakat soll nicht den Gegensatz zwischen oberösterreichischen biologischen und konventionellen Bauern herstellen. Das sieht man eigentlich auch am Foto, sondern das Plakat zeigt den Unterschied zwischen der oberösterreichischen, oft biologischen, regionalen, kleinstrukturierten Landwirtschaft und der riesigen Agrarindustrie in Südspanien oder in Holland. Und die Produkte, beide Produkte, liegen im Supermarktregal nebeneinander. Und das ist das Ergebnis von Agrarpolitik. Über die wollen wir reden, das ist uns wichtig. Und dass das Plakat für Aufregung sorgt, ist nicht nur schlecht, weil jetzt können wir darüber reden, wie sollen wir sicherstellen, dass die Menschen ein gesundes Essen auf den Teller kriegen. Sie haben jetzt ein Plakat mit 3 Wörtern 2 Minuten lang erklärt. Da zweifle ich daran, dass der Sinn einer Plakatbotschaft damit erreicht wurde. Clemens Stammler, Vertreter der Grünen im Nationalrat, Ihr Nachfolger auch im Nationalrat, sagt, das Plakat hat den Grünen bei den Bauern sehr geschadet, gerade dort, wo man versucht, stärker zu werden. Also ich glaube, dass es bei den Bäuerinnen und Bauern tatsächlich emotionalisiert hat.
Manche haben sich persönlich angegriffen gefühlt, das war nicht das Ziel des Plakats. Aber ich sage Ihnen auch, es ist nicht die schlechteste Nachricht, dass wir in einem Wahlkampf jetzt hier über Inhalte sprechen können, über Gesundheitspolitik sprechen können, über Ernährungspolitik sprechen können. Wenn ein Plakat dazu anregt, dann war es, glaube ich, eine richtige Entscheidung, es zu plakatieren. Kritik kam vor allem von der ÖVP, vom ÖVP-Bauernbund. Sie sagen trotzdem seit Wochen Touren durch das Land. Jeder, der Sie fragt, sagen Sie offensiv, Sie wollen mit dieser ÖVP zusammenarbeiten. Ja. Auch jetzt noch. Ja, das stimmt. Warum? Also, dass wir unterschiedliche Parteien sind und in manchen Bereichen tatsächlich auch unterschiedliche Positionen vertreten, teilweise sogar sehr unterschiedliche Positionen, das ist kein Geheimnis und das widerspricht aber nicht dem Grundgedanken, dass ich glaube, dass Oberösterreich eine Zukunftsregierung verdient hat. Ich hätte gerne, dass die Grünen Taktgeberin werden in einer schwarz-grünen Koalition, damit die nächsten 6 Jahre Klimaschutzjahre in Oberösterreich werden können. Der Anfang der nächsten 6 Jahre werden Corona-Jahre sein wie jetzt. Braucht es dafür eigentlich die Grünen? Sie sind Integrationslandesrat und gerade diese Gruppe ist diejenige, die beim Impfen noch hinten nachhängt. Also dafür, die Gruppe der Zuwanderer. Dafür gibt es eigentlich keine belastbaren Daten. Wir haben eine Umfrage des Landes von der Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander kommt zu dem Ergebnis, dass wir diese Gruppe Migranten, Zuwanderer schwer erreichen mit Impfangeboten, mit Impfaufklärung. Sie sind Integrationslandesrat, eine klassische Integrationsaufgabe. Ja, diese Umfrage ist ein Zeitalter schon her und wir haben umfassende Aufklärungsarbeit seither betrieben. Ich sage Ihnen, was ich glaube, dass der eigentliche Hemmschuh ist, wir haben keinen Schulterschluss in der politischen Landschaft. Wir haben eine Partei, die jetzt noch immer in Koalition ist, die den Menschen erklärt, dass es keinen Unterschied macht, ob sie geimpft sind oder nicht geimpft sind. 60% Impfrate sind mindestens 10% zu wenig. Das heißt, es muss jetzt ein Ruck durchs Land gehen und die Leute müssen überzeugt werden und aufgeklärt werden, dass die Impfung nicht nur ein Schutz für sie selber ist, sondern für unsere Gesellschaft, für die Wirtschaft, für die Kinder, die in die Schule gehen. Und es gibt eine Partei, die FPÖ und Manfred Heimbuchner, die diese Bemühungen, die eigentlich vom Bundespräsidenten bis zu den Bürgermeistern durchgehen, immer und immer wieder untergräbt. Ich glaube, das ist ein Schaden für Oberösterreich und es ist vor allem eine Gefahr für die Gesundheit der ungeimpften Menschen. Das heißt, mit Ihnen in der Landesregierung, gemeinsam in einer Zusammenarbeit mit der ÖVP, würde es notfalls auch eine Impfpflicht geben? Nein, eine Impfpflicht will keiner. Aber wir haben eine Lösung für die Pandemie und wir müssen die Menschen aufklären, dass sie sich impfen lassen. Und das Interessante ist, dass das alle finden. Nur die FPÖ untergräbt dieses Bemühen und sorgt damit dafür, dass Maßnahmen überhaupt erst getroffen werden müssen. Dänemark sperrt das ganze Land auf, weil 84% der Menschen dort geimpft sind. Wird die FPÖ nach Kräften mithelfen, bin ich überzeugt, dass wir noch 10% der Menschen dazu bringen, dass sie sich ganz freiwillig impfen lassen können. Aber das wäre auch noch nicht die Zielwert. Dann sind wir bei 70%. Experten sagen 80-85%. Wird man doch nicht in manchen Bereichen an einer Impfpflicht nicht vorbeikommen. Da gehen die Schätzungen auseinander. Jedenfalls ist es wichtig, dass jetzt im September und Oktober noch einmal ein Ruck durchs Land geht. Ich habe gestern eine Virologin gelesen, die gesagt hat, wenn wir noch 10% zulegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir gut durch diesen Winter kommen. Diese 10% würde ich jetzt gerne überzeugen. Und ich hätte tatsächlich gerne, dass der Landeshauptmann Stellvertreter, der jetzt in Koalition regiert, seine Verantwortung wahrnimmt. Sie möchten ja in diese Koalition mit der ÖVP. Die ÖVP unterscheidet bei der FPÖ immer so gern. Da gibt es die Bundes-FPÖ mit Kickl, dann gibt es die Landes-FPÖ mit Manfred Heimbuchner. Gilt das eigentlich für die Grünen auch? Gibt es da die Türkisen in Wien und die Schwarzen in Oberösterreich? Oder ist das für Sie eines? Sie meinen jetzt bei der ÖVP? Bei der ÖVP, Entschuldigung. Also das müssten sozusagen die einzelnen Verantwortungsträger der ÖVP ja selber entscheiden. Landläufig denkt man, dass die schwarze ÖVP eine ist, die sich den christlichen Werten verschreibt und die dieses Wertefundament, dieses christlich-soziale Wertefundament, das ist zumindest bei der türkisen ÖVP ziemlich weit verrutscht. Das müssen die für sich selber entscheiden. Ich hätte gern, dass die Grünen in diesem Land Verantwortung haben, dafür kämpfen bis zum 26. September noch mit großer Leidenschaft, weil ich glaube, dass es gut wäre für das Land. Wir würden das Land in eine gute Zukunft führen, wir würden den Klimaschutz ganz vorne hinstellen und wir würden dafür sorgen, dass die Koalitionsregierung tatsächlich auch Verantwortung übernimmt für die Gesundheit der Menschen und für die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Aber gerade auf Bundesebene haben ja viele von der grünen Basis in den letzten Monaten, ich sage mal, mehr als Bauchweh mit einer Koalition, mit einer ÖVP unter Sebastian Kurz. Trotzdem sagen Sie, in Oberösterreich kann man das anstreben. Ja, weil es wirklich gut ist für das Land, dass die Grünen jetzt auch auf Bundesebene Verantwortung tragen. Einfach ist es nicht immer, das ist klar.
Verantwortung tragen ist nicht immer einfach. Deswegen ist man aber auch nicht in der Politik, damit es immer einfach ist. Ich finde es wichtig für das Land, dass die Grünen regieren. Wir zeigen beim Klimaschutz ganz speziell, dass in 1,5 Jahren mehr weitergehen kann als in 30 Jahren Klimapolitik davor. Jetzt gibt es ein Gesetz, das sicherstellt, dass wir es schaffen, 100% erneuerbare Energien bis 2030. Jedes Dach wird zum Solarkraftwerk werden. Wir heben die letzten ungenützten sozusagen Potenziale bei der Wasserkraft. Wir sorgen dafür, dass erneuerbare Energien die Ölheizungen verdrängen, die Gasthermen verdrängen. Das sind alles Dinge, die ja nicht von selber passieren. Die passieren, weil es grüne Politik auf Bundesebene gibt und das ist gut für das Land. Letzte Frage, 10,3%, ich hoffe, die Zahl habe ich jetzt richtig gefunden, war 2015 das Ergebnis der Grünen, 14-17% sagen die Umfragen. Was ist Ihr Ziel im Prozent? Stärker werden. Das ist keine Prozentzahl. Das weiß ich, aber auf sowas will ich mich festlegen. Erstens, die Umfragen bringen noch gar nichts. Wir müssen am 26. September einen wirklich starken Auftrag abholen, damit wir die Taktgeberin für eine Zukunftsregierung sein können. An dem arbeite ich. Und das bedingt natürlich, dass wir stärker werden. Und je stärker dieser Auftrag ist, desto mehr freue ich mich. Und wenn Sie mal aufhören mit der Politik, wohin geht es dann? Das weiß ich noch nicht. Momentan mache ich das, was ich mache, sehr, sehr gerne. Und ich habe ehrlich gesagt vor, jetzt nochmal 6 Jahre für Oberösterreich zu arbeiten. Sagt Stefan Kaineder, Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl in Oberösterreich am 26. September. Und ich sage einen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Boom, 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 boom.